im heutigen Roblox Adopt Me Video machen wir meine allererste RGB-Box auf. Seid gespannt, ob vielleicht sogar ein Pet drin ist. Und vergesst natürlich nicht, den dicken, fetten Like da zu lassen, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um zukünftig keine Videos mehr von mir zu verpassen. Und jetzt hätte ich gesagt, geht's los mit dem Video. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Sandy und heute spielen wir wieder Roblox Adopt Me. Leute, gestern kam das nagelneue Update von Adopt Me raus und wir haben jetzt tägliche Aufgaben, die wir, glaube ich, alle mit mega, mega krasser Freude erwartet haben. Hier ist mein Taskboard. Es heißt hier Next Task in 5 Hours and 23 Minutes. Ich habe die Task gestern gemacht. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich es aufgenommen habe. Ich überlege gerade, ich bin mir gerade nicht sicher. Falls ja, seht ihr es hier jetzt gerade. Meine erste Task war, dass ich trade. Da habe ich aber nur Bugs bekommen. Also habe ich die Task einfach aktualisiert. Ich glaube, das zeige ich hoffentlich auch, falls ich den Clip noch habe, Leute. Und dann hieß es, dass ich mir einen Stroller kaufen soll und ich würde dann, ich glaube, 45 Bucks waren es, zurückbekommen. Und meine Hoffnung war am gestrigen Tag, dass wenn ich diese Task abschließe, dass ich dann eine neue bekomme. Also es gibt es ja in ganz, ganz vielen Spielen, wenn man eine abschließt, dann bekommt man eine neue dazu. In Rival Stars zum Beispiel ist es ganz oft so. Aber ganz oft ist es eben auch so, dass man, wenn man die Task abschließt, dann einfach bis zum nächsten Tag warten muss. Ich glaube, dass es normalerweise so ist, dass wir drei bekommen, drei Aufgaben pro Tag. Und eine der Aufgaben ist es eben, ein Neon-Pet zu machen. Und bei dieser einen Aufgabe kann man eine RGB-Box gewinnen mit coolen Pets und Accessoires und Fahrzeugen und alles Mögliche drum und dran. Ich habe dann gestern alle meine Accounts durchgeforstet und hatte kein einzige Task für ein Neon-Pet, denn ich habe theoretisch ein Neon-Pet, das ich Neon machen kann. Ich hatte aber keine. Die liebe Lilo, Grüße gehen raus an die Lilo. Gebt mal ganz viele Herzchen in die Kommentare für die Lilo. Denn die Lilo hatte tatsächlich nach einmal Rollen die Task für das Neonmachen eines Pets. Das heißt, wir haben uns auf meinem Server getroffen, sind in die Neonhöhle gegangen und ja, Lilo hatte tatsächlich sogar einen Puma, den sie viermal ausgewachsen hatte. Das heißt, wir sind dann dahin gelaufen. Ich hoffe, ich zeige euch gerade die Footage. Aber das ist von meinem iPad gefilmt, das heißt, die Qualität ist nicht ganz so gut. Aber ich hoffe, ihr könnt es trotzdem gut sehen. Und wir haben dann diesen Puma Neon gemacht und Lilo hat dann diese RGB-Box bekommen. Und hat sie mir tatsächlich getradet. Nochmal vielen lieben Dank an die Lilo. Das ist einfach zu krass, dass sie ihre allererste Box, die sie jemals bekommen hat, durch diese Daily Tasks, dass sie sie mir gibt, dass ich dieses Video machen kann. Und Bussi geht natürlich raus an dich, Lilo. Und ja, jetzt stehen wir hier. Hier ist die Sandy, die sich einfach mega krass freut über diese Box. Und sie ist hier. Seht ihr diese coole Box? Sie ist einfach toll, oder? Wenn wir diese Box anklicken, dann heißt es, 44% können wir ein Common Pet, Accessoire oder ich glaube auch Fahrzeuge bekommen. 30% Uncommon, 14,5% Rare, 7% Ultra Rare und 4,5% Legendary. Ich hatte gestern mit der Lilo gesprochen, dass ich eventuell auch mal gucken möchte, was diese Box ja so wert ist, wenn wir sie traden. Aber Leute, das Problem an dem Ganzen ist, ich möchte sie nicht wegtraden. Ich möchte sie nicht wegtraden. Ich möchte sie ganz einfach für mich behalten. Okay. Falls ich heute mit meinen Tasks, die sich ja bereits schon in 5 Stunden wieder aktualisieren, falls ich da nochmal dabei habe, dass ich ein weiteres Neon-Pet machen kann und nochmal eine Box bekomme, dann kann ich natürlich nur, wenn ihr das wollt, auf einen öffentlichen Server gehen, wenn ich finde, einen Rich-Server und mal gucken, was die Leute für die RGB-Box bieten. Es würde mich tatsächlich wahnsinnig interessieren, aber ich möchte diese eine Box jetzt einfach erstmal selber aufmachen und ich hoffe, dass ich einfach heute nochmal eine bekomme und dann gucken kann, was die Leute eben dafür geben. Wenn ihr wollt, dass ich mal auf einen öffentlichen Server gehe und die trade, dann vergesst nicht, den Like da zu lassen und schreibt mir in die Kommentare, dass ich diese Box traden soll. Also, wenn ich sie bekomme. Ich hoffe es jetzt einfach mal, aber jetzt bin ich einfach mal ganz selbstsüchtig und wir machen diese Box auf. Ich bin so unfassbar krass gespannt. Jetzt wartet mal ganz kurz, wir gehen mal ganz kurz ins Journal, denn müssten wir jetzt nicht die Pets, die wir theoretisch bekommen können, für diese Box hier irgendwie sehen können? Ein paar Sekunden später. Ah, da ist Squid, Chameleon,
War es das schon? Squid und Chameleon? Sind es die beiden Pets, die man bekommen kann? Ich möchte bitte beide. Oh nein, er ist so putzig. Ich möchte bitte beide. Squid oder Chameleon, Leute. Oh mein Gott. Ich hätte so gern ein Pet. Ich hätte so unfassbar gerne ein Pet. Was ich auch gesehen hatte, Moment, jetzt gehen wir doch nochmal ins Journal, ist ein... Oh Gott. Ja, Vehicles habe ich nicht so viele, Leute. RGB Monster Truck, da ist er. Der sieht mega cool aus. Wenn ich es nicht vergesse, blende ich ihn einfach mal ein. Den hatte ich, glaube ich, gestern schon gezeigt. Der wäre auch maximal cool, oder? Es gibt aber, wie gesagt, auch Accessoires und so weiter, also die vermutlich jetzt nicht so krass sind. Ja, wir gucken jetzt einfach mal und jetzt wird's dunkel. Why? So, wir stellen uns jetzt hier einfach zu meinem Blue Screen, denn der ist ein bisschen besser ausgeleuchtet, dass ich immer schöne Fotos machen kann für die Thumbnails. Und wir machen das Ding jetzt auf. Oh mein Gott, Leute, ich bin so gespannt. Ich hätte wahnsinnig gerne ein Pet. Aber die Chance ist mega, mega krass gering. Wir haben es jetzt gerade vorhin gesehen, 4,5% auf ein 20 Bucks auf ein Legendary. Das bedeutet aber nicht, dass wir 4,5% Chance auf die beiden Pets haben, denn es gibt, glaube ich, auch andere Dinge, die Legendary sind. Ihr merkt, ich bin mega aufgeregt. Oh Gott, vielleicht hätte ich sie doch lieber traden sollen. Da hätte ich vielleicht irgendein cooles Pet bekommen oder so. Aber ich möchte einfach so dringend wissen, was in Lilos Box ist, denn Lilo hat meistens Glück bei sowas. Also ich habe meistens nicht so viel Glück und Lilo hat ganz oft mega krass Glück. Let's go! Um Gottes Willen! Was ist drin? Irgendwas Tolles bitte? Wow! Ein Halsband! Leider kein Pet, Leute. Aber ein Halsband für die Casey. Jetzt Moment, die ist gerade die kleine Maus. Dress up. Das ist mega süß, aber jetzt sehen wir hier ein bisschen schlecht. Eine Minute, 37 Sekunden später. Und dann bin ich wieder zurück. Ich musste jetzt ganz kurz die Casey versorgen. Und das Lustige an dem Ganzen ist, wenn wir sie halten, dann geht das nicht mit. Seht ihr das? Ich weiß nicht, ob das bei allen so ist. Mir ist es ehrlich gesagt noch nie aufgefallen. Aber wenn wir sie halten, ist das ein bisschen komisch. Wenn wir sie aber runterziehen, dann ist das schon ein bisschen besser. Ich hätte jetzt grundsätzlich gesagt, am besten ist es, wenn sie sich normal bewegt. Denn dann sieht das Halsband, das wir hier rangemacht haben, richtig, richtig gut aus. Ich persönlich bin der Meinung, oh nein, sie ist so richtig angepisst. So richtig. Sie so, mir ist langweilig, Mutter. So, dann gehen wir eben jetzt kurz am Spielplatz. Dann kann sie sich hoffentlich abregen. Ja, da ist sie weg. Weg ist sie. Sie so, wow, Spielplatz. Okay, also aber was ich eigentlich sagen wollte ist, ich glaube, das ist das perfekte Halsband für die Casey. Denn ich möchte sie ja mega neon machen. Und dieses RGB-Halsband ist eigentlich auch schon so ein bisschen mega neon, oder? Schreibt mir mal sehr, sehr gerne in die Kommentare, wärt ihr enttäuscht gewesen, wenn ihr das Item bekommen hättet? Ich persönlich freue mich mega, denn ich habe gesehen, es gibt auch irgendwie so Plushies und solche Sachen. Über das Halsband habe ich mich definitiv richtig krass gefreut, denn alle, die meine Videos schon sehr, sehr lange gucken, wissen, ich bin total crazy, wenn es darum geht, meine Pets irgendwas anzuziehen und so. Ich liebe das. Ich habe auch schon so viele 1000 Bucks ausgegeben für irgendwelche Sachen für meine Pets. Von daher bin ich mega happy. Ich danke euch auf jeden Fall vielmals fürs Zuschauen. Lasst sehr, sehr gerne ein Like, Kommentar und ein kostenloses Abo da. Dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal. Servus!